Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Infovideo wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Double Opt-in. Hierzu hatten wir in der Vergangenheit bereits ein Video gemacht, allerdings dachte ich mir, ich gehe auf das Thema nochmal ein kleines bisschen genauer ein. Wie genau funktioniert ein Double Opt-in? Ein Double Opt-in ist eine Methode, die verwendet wird, um die Identität des Benutzers oder Abonnenten zu bestätigen, indem sie eine E-Mail oder eine SMS oder einen Anruf mit Bestätigungscode sendet, um sicherzustellen, dass die angegebene E-Mail-Adresse oder Telefonnummer tatsächlich eine gültige Adresse ist und der Inhaber der Adresse oder des Abonnenten eben freiwillig das Ganze verifiziert hat. Dieses Verfahren ist besonders nützlich für Unternehmen, die E-Mail-Listen oder eben Telefonlisten erstellen, da es hilft, Spam zu vermeiden und sicherzustellen, dass die E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer, die verwendet wird für den Anruf, tatsächlich existiert und verwendet werden darf. Der Double Opt-in-Prozess ist relativ einfach. Im Grunde fragt das Unternehmen den Abonnenten, ob er ihnen erlaubt, ihm eine Bestätigungs-E-Mail zu senden, beziehungsweise auch per SMS oder per Telefon. Diese E-Mail oder eben SMS wird mit einem Link versehen oder einem PIN-Code. Der Benutzer muss dann eben auf den Link klicken oder diesen PIN-Code in einem Bestätigungsfeld bei der Anmeldung eintragen. Erst wenn er dies getan hat, wird seine E-Mail-Adresse oder Telefonnummer in der Liste hinzugefügt. Der Nutzen des Double Opt-in-Verfahrens für Unternehmen liegt darin, dass es sicherstellt, dass die E-Mail-Adressen, die sie verwenden, tatsächlich existieren. Gleiches gilt auch hier natürlich wieder für Handy- oder Festnetznummern. Es hilft auch sicherzustellen, dass die Adressen zu Personen gehören, die sich für den Empfang von E-Mails, SMS oder eben Anrufen interessieren. Dies bedeutet, dass Unternehmen, die eben E-Mail- und Telefonnummernlisten erstellen, weniger Spam an Personen senden, die nicht gerade interessiert sind oder E-Mails eben von dieser Firma erhalten möchten. Damit kann die Firma letztendlich ganz einfach feststellen, ob die Person auch die Person hinter der Adresse oder der Telefonnummer ist. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Double Opt-in-Prozess ein äußerst nützliches Werkzeug für Unternehmen ist. Es hilft, Spam zu vermeiden und sicherzustellen, dass die Adressen oder Telefonnummern, die verwendet werden, tatsächlich existieren und nicht missbräuchlich verwendet werden. Es stellt auch sicher, dass die E-Mail-Adressen oder Telefonnummern tatsächlich zu der Person gehören, die sich für den Empfang von diesen eben interessieren oder eben auch nicht. Wie genau funktioniert ein Double Opt-in über das Telefon? Ein Double Opt-in über das Telefon ist eine Möglichkeit zu verhindern, dass Personen, die nicht möchten, dass ihre Kontaktdaten zu Marketingzwecken verwendet werden, in eine Datenbank aufgenommen werden. Es stellt sicher, dass eine Person tatsächlich über ihre Kontaktdaten informiert wird und dass sie auch wirklich damit einverstanden ist, dass diese für den Marketingzweck verwendet werden. Der Double Opt-in-Prozess über das Telefon verläuft wie folgt. Eine Person wird zuerst angerufen und über die angebotenen Marketing-Services informiert. Anschließend muss die Person ihre Zustimmung geben, damit ihre Kontaktdaten in eine Datenbank aufgenommen werden. Nachdem die Zustimmung erteilt wurde, wird der Prozess durch eine weitere Telefonkonferenz bestätigt, also der genannte Anruf. In dieser Konferenz muss die Person noch einmal bestätigen, dass sie über die angebotenen
Marketing Services informiert wurde und dass sie damit einverstanden ist, dass ihre Kontaktdaten eben in diese Datenbank aufgenommen werden. Das bedeutet, man bekommt hier einen Anruf, wo ein PIN-Code durchgesagt wird und mit der Bestätigung des PIN-Codes auf der Webseite, wo man sich gerade einträgt, ja, bestätigt man das, wenn man den Code weiß, dass die Nummer eben auch zu euch gehört. Das nennt man quasi Zwei-Faktoren-Authentifizierung für Werbung. Der Double-Opt-In-Prozess über das Telefon ist ein sehr effektives und sicheres Verfahren, um sicherzustellen, dass Personen, die nicht möchten, dass ihre Kontaktdaten für Marketingzwecke verwendet werden, nicht in eine Datenbank dazu aufgenommen werden. Da es eine zweistufige Verifizierung erfordert, ist es auch sehr schwierig, dass eine Person, die nicht über die angebotenen Marketing-Services informiert wurde, in eine Datenbank aufgenommen werden kann. Daher ist es eine sehr effektive Strategie, um sicherzustellen, dass nur Personen, die über die angebotenen Marketing-Service informiert wurden und die ihre Zustimmung gegeben haben, in die Datenbank eben aufzunehmen. Das Problem dabei ist, dass wenn sich Firmen an diese Strategie einfach nicht halten, kann man ja vom Prinzip technisch gesehen trotzdem einfach anrufen. Und das Ganze funktioniert weiter. Das heißt, datenschutztechnisch bringt das eigentlich für euch persönlich überhaupt gar nichts. Eigentlich ist dieses Double-Opt-In-Verfahren nur die Sicherstellung für das Unternehmen, dass ihr dieses Unternehmen nicht verklagen könnt. Das heißt, ein Double-Opt-In wurde nicht, oder dieser Konstrukt Double-Opt-In wurde nur dazu eingeführt, um Firmen zu schützen und nicht euch persönlich. Denn anrufen kann man technisch gesehen ja trotzdem auch ohne Double-Opt-In. Nur es ist eben nicht legal. Was kann ich tun, wenn mich ein Unternehmen ohne Double-Opt-In anruft? Unternehmen können versuchen, Kunden durch einen unerwünschten Anruf zu kontaktieren. Diese Art des Kontakts wird als sogenanntes Cold Calling bezeichnet, also Cold Call, kalter Anruf, und kann für den Empfänger sehr unangenehm sein. Ein solcher Anruf ohne Double Opt-in ist nicht nur unerwünscht, sondern auch illegal. Somit ist es wichtig, dass man als Empfänger einer solchen unerwünschten Kontaktaufnahme weiß, wie man am besten damit umgehen kann. Hier gibt es zwei Möglichkeiten, wie man auf diesen Anruf reagieren kann. Der erste wäre, ihr nehmt das Gespräch höflich entgegen und erklärt dem Anrufer, dass er bei euch nicht anrufen soll und dass eure Daten aus dem System gelöscht werden sollen. Wenn man das Ganze nachverfolgen möchte, muss man hier natürlich nach den Kontaktdaten der Firma fragen, die euch gerade anruft. Wenn die Firma sich darüber bewusst ist, dass sie bei euch illegal anrufen, werden sie euch die Kontaktdaten logischerweise nicht geben. Von daher ist es eigentlich immer ratsam, dass man solche Gespräche einfach im Sand versickern lässt und gar nicht erst das Gespräch annimmt, insofern man vorher schon sieht, dass das kein gewöhnlicher Anruf bei euch zu Hause werden kann. Ist man einmal ans Telefon gegangen, ist es auch wichtig, dass man sich nicht unter Druck setzen lässt und nicht in ein Gespräch verwickelt wird, das man nicht will. Man sollte auch immer darauf achten, dass man keine persönlichen Informationen preisgibt, die man vielleicht noch nicht mitteilen möchte oder grundsätzlich gar nicht erst möchte, dass sie in den Umlauf kommen, wie zum Beispiel eure Bankdaten. Sollte man einmal Opfer eines solchen unerwünschten Anrufs ohne Double Opt-in werden, kann man sich an den Datenschutzbeauftragten des Unternehmens, das den Anruf getätigt hat, wenden und sich über seine Rechte informieren. Es ist auch möglich, eine Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden einzureichen, wenn man das Gefühl hat, dass das Unternehmen gegen geltendes Recht verstößt. Problematisch wird es hier natürlich, wenn die Firma grundsätzlich gegen Gesetze verstößt, dann wird man euch auch garantiert keinen Datenschutzbeauftragten ans Telefon reichen. Wenn man regelmäßig von unerwünschten Anrufen ohne Double Opt-in betroffen ist, ist es wichtig, dass man sich schützt und seine Rechte kennt. Man kann sich beispielsweise bei einem Datenschutzanwalt oder einer Verbraucherberatungsstelle informieren. Außerdem kann man die Nummer des Anrufs auf einer schwarzen Liste melden, damit andere Verbraucher geschützt werden und informiert sind.
Um sicherzustellen, dass man nicht unerwünscht von Unternehmen kontaktiert wird, ist es wichtig, dass man seine persönlichen Daten schützt. So sollte man zum Beispiel bei Online-Angeboten immer darauf achten, dass man eine Double-Opt-In-Bestätigung erhält, bevor man irgendwelche persönlichen Informationen preisgibt. Auf diese Weise kann man sicherstellen, dass man keinen unerwünschten Anruf ohne Double-Opt-In eben erhalten kann. Grundsätzlich sollte man seine Daten auch nie auf irgendwelche Webseiten eintragen, die von vornherein schon für irgendwelche blödsinnigen Zwecke zur Verfügung stehen, wie irgendwelche Gewinnspiele, wo man ja nicht wirklich dran teilnehmen muss. Man sollte grundsätzlich immer sehr, sehr sparsam mit seinen Daten umgehen und nicht zwingend immer alle Felder ausfüllen. Manche Daten, wo ihr der Meinung seid, das geht niemandem was an, kann man auch anstattdessen einfach 3x eintragen und damit das Feld leerfüllen. In welchem Fall darf ein Unternehmen ohne Double Opt-in bei euch anrufen? Ein Unternehmen darf ohne Double Opt-in anrufen, wenn es sich um einen anderen legitimen Geschäftszweck handelt, wie zum Beispiel ein bestehendes Kundenverhältnis oder die Lieferung eines Produktes oder einer Dienstleistung. In solchen Fällen muss das Unternehmen jedoch einige wichtige Richtlinien befolgen, um sicherzustellen, dass die Privatsphäre des Kunden auch definitiv geschützt ist. Zunächst muss das Unternehmen sicherstellen, dass es nur Personen anruft, an die es legitime Geschäftsangebote senden kann. Dies bedeutet, dass es nur Personen anrufen darf, die ein Einverständnis gegeben haben, dass sie angerufen werden möchten. Und es bedeutet auch, dass es die geltenden Gesetze einhalten muss. Grundsätzlich darf also eine Firma bei euch nur dann anrufen, wenn sie eine Rückfrage zu eurer Bestellung hat oder zu einem bestehenden Auftrag, den man aktuell noch in der Bearbeitung hat. Andere Zwecke sind vielleicht irgendwelche Rückfragen zu eurem Kundenkonto. Grundsätzlich darf aber aus diesem Anruf kein Verkaufsgespräch werden und auch kein Angebot für irgendein Produkt oder eine Dienstleistung. Dafür benötigt die Firma wieder ein Double Opt-in. Auch die Verbindung mit einem Kundenservice-Anruf und darauf folgend noch ein kleiner Verkauf, auch das benötigt ein Double Opt-in und ist in Deutschland nicht erlaubt. Was passiert mit Firmen, die sich überhaupt nicht an ein Double Opt-in halten? Für Unternehmen, die sich nicht an das Double-Opt-In-Verfahren halten, können schwerwiegende Konsequenzen entstehen. Es kann zu einer Beeinträchtigung des Images des Unternehmens kommen, wenn der Abonnent aufgrund von unerwünschten E-Mails oder Anrufen Beschwerde einreicht. Dies kann zu einem negativen Einfluss auf den Umsatz und die Kundenbindung kommen oder führen. Darüber hinaus können Unternehmen, die sich nicht an das Double-Opt-In-Verfahren halten, Probleme mit der Einhaltung geltender Datenschutzgesetze haben. In einigen Ländern ist das Double-Opt-In-Verfahren sogar gesetzlich vorgeschrieben. Wie hoch ist die Strafe, wenn Firmen sich nicht an das Double-Opt-In-Gesetz halten? Firmen, die gegen das Gesetz des Double-Opt-In verstoßen, riskieren eine Strafe. Die Strafe kann je nach Schwere des Vergehens unterschiedlich hoch ausfallen. Das Double-Opt-In ist eine rechtliche Regelung, die das Versenden von E-Mails oder das Anrufen zwecks Werbung regelt. Demnach muss ein Empfänger einer E-Mail oder des Anrufs eine Bestätigung abgegeben haben, dass er eben dies auch erhalten möchte. In Deutschland ist das Double Opt-in, Paragraph 7 des Gesetzes über den Datenschutz in den Telemedien, also TMG, geregelt. Wird eine E-Mail ohne Bestätigung versendet oder ein Anruf getätigt, verstößt das Unternehmen gegen Paragraph 7 des TMG und kann eine Geldstrafe bis zu 50.000 Euro erhalten. In der Europäischen Union ist die Datenschutzgrundverordnung, also DSGVO, verbindlich. Darin ist geregelt, dass jeder Empfänger von E-Mails oder Anrufen eine Bestätigung abgeben muss, bevor er weiterhin E-Mails oder Anrufe erhält. Werden diese Regelungen nicht eingehalten, kann es eine Geldstrafe von bis sogar zu 20 Millionen oder 4% des gesamten weltweiten Jahresumsatzes des Unternehmens angestrebt werden.
Ich hoffe, dass ich euch mit diesem Infovideo wieder ein kleines bisschen weiter aufklären konnte. Informiert gerne alle in eurer Umgebung, dass man ein Double Opt-in für Werbeanrufe benötigt. Umso mehr Menschen wir gemeinsam darüber aufklären, umso mehr Menschen oder umso weniger Menschen werden dann von solchen Maschen betroffen sein und einfach angerufen werden. Klar ist, dass wir nicht immer alle schützen können und klar ist auch, dass wir nie alle verstehen, wie es überhaupt solche Betrugsfälle geben kann. Es gibt allerdings unfassbar viele Opfer. Teilt daher sehr gerne meine Videos auf den sozialen Medien oder direkt im Chat mit eurem Umfeld. Wenn euch das Video gefallen oder sogar weitergeholfen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniere gerne den Kanal, wenn du keine weiteren Videos mehr verpassen möchtest. Am besten gleich mit Glocke, denn dann bekommst du auch immer eine kleine Information, wenn es etwas Neues auf dem Kanal gibt. Wenn du magst, dann klicke doch gerne noch auf das letzte Video oder schau dir doch gleich die komplette Playlist an. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit. Die Welt ist böse, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.